Ja, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz. Heute ist Donnerstag, der 2.4.2020. Wie schon mehrfach von dieser Stelle wollen wir Ihnen ein paar schlaglichtartige Informationen geben im Gesamtkontext Coronavirus und die betreffenden Maßnahmen, um die Situation bewältigen zu können. Neben mir wird heute an der Pressekonferenz teilnehmen Herr Professor Dr. Axel Heller, der ärztliche Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, und Herr Ordnungsreferent Dirk Wurm sowie Bürgermeisterin Eva Weber. Ich werde die entsprechenden Themen dann zuweisen und entsprechend anmoderieren. Zur aktuellen Lage möchte ich gern vorneweg selbst berichten. Wir haben aktuell 201 positiv getestete Personen. Davon sind 51 zwischenzeitlich wieder genesen. Das entspricht einer Quote von rund 25%. Wir haben insgesamt 3 Todesopfer zu beklagen, bei denen auch eine entsprechende Vorerkrankung oder eine spezifische Situation hinsichtlich des Lebensalters vorliegt. Herr Professor Heller wird noch näher darauf eingehen, wie auch differenziert umgegangen wird mit älteren Personen, die entsprechende Vorbelastung haben und inwieweit auch Raum für selbstbestimmte Gestaltung besteht. Die Entwicklung und Ausbreitungsgeschwindigkeit lässt sich zwar in einem Mikroblick auf Augsburg betrachten und vielleicht auch die Schlussfolgerung ziehen, dass wir uns in einer Seitwärtsbewegung befinden. Das sind allerdings keine gesicherten Erkenntnisse. Wir sind froh, dass die Zahlen nicht drastisch steigen und hoffen, dass dasjenige, was jetzt wahrnehmbar ist, sich tatsächlich zu einem gefestigten Trend entwickelt. Dafür ist es, wie gesagt, zu früh. Deswegen stehen wir nach wie vor voll und ganz hinter den klaren und restriktiven Ausgangsbeschränkungen, die der Freistaat Bayern verfügt hat und die nach wie vor gelten, zuletzt mit zeitlicher Festlegung bis zum 19. April 2020. Auch auf dieses Thema wird Herr Professor Heller eingehen, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn von entsprechenden Lockerungen zu früh Gebrauch gemacht würde. Hinsichtlich der Struktur der erkrankten Personen ist nochmals an dieser Stelle festzustellen, dass es eben nicht nur um ältere oder ganz alte Personen geht. Jetzt auf den Mikrostandort Augsburg bezogen sind Personen betroffen mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren, also die Gesamtpalette der Erkrankten ergibt dieses Durchschnittsalter. 55% der Patienten sind zwischen 29 und 59 Jahre alt, 31% sind unter 30 Jahre alt und nur 14% über 60 Jahre alt, 5% über 80 Jahre alt. Die Situation oder diese die Information muss ständig auch immer wieder wiederholt werden, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, dass nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe von Infektionen betroffen sein könnte. Rund 10% der erkrankten Personen befinden sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Wir haben gestern eine größere Konferenz der Führungsgruppe Katastrophenschutz durchgeführt, um einen Gesamtabgleich durchzuführen der unterschiedlichen Fachdienste, die im Augenblick unterwegs sind oder tätig sind. Es ist nicht immer die Vollsitzung aller Beteiligten notwendig. Gestern war es notwendig, weil es einige Themen gibt, die uns doch sehr intensiv beschäftigen und die vor allem übergreifende Bedeutung haben auf alle, die in der Führungsgruppe Katastrophenschutz organisiert sind und tätig sind. Zunächst einmal ist festzustellen, dass wir neben dem ärztlichen Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, Herrn Professor Heller, zwischenzeitlich auch einen Versorgungsarzt bestellt haben, Herrn Dr. Dorn, der vor allem auf Ebene jetzt im Bereich der Stadt Augsburg die entsprechenden Verbindungen auch und Koordinierungen herstellt zu den Hausärzten, aber auch, wie wir gestern gesehen und festgelegt haben, zu anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel Pflegeheimen und Behindertenpflegeheimen.
Wir werden in diesen sensiblen Strukturen neben dem Versorgungsrat, der auf örtlicher Ebene der Stadt Augsburg diese Dinge koordiniert und die Verbindung zum ärztlichen Leiter herstellt, auch noch in den Heimen entsprechende Ärzte benannt bekommen. Teilweise ist das schon erfolgt, damit sensible Einrichtungen dort auch besonders in die Kommunikation und in die Steuerung einbezogen werden können. Um das Ganze nachvollziehbar zu machen, es gibt eben verschiedene Organisations- und Koordinierungsstrukturen auf örtlicher Ebene der Stadt Augsburg. Die Stadt Augsburg ist wiederum Mitglied im Rettungszweckverband Augsburg, Landkreis Augsburg, Landkreis Eichach-Friedberg, Landkreis Dillingen und Landkreis Donauwörth. Unsere Führungsgruppe Katastrophenschutz bezieht sich auf das Gebiet der Stadt Augsburg. In meiner Funktion als Vorsitzender des Rettungsverbandes bin ich darüber hinaus auch zuständig für den anderen Verbandsbereich, der darüber hinausgeht. Und der ärztliche Leiter, Herr Professor Dr. Heller, ist im Übrigen zwar verortet in der Führungsgruppe Katastrophenschutz der Stadt Augsburg, aber darüber hinaus in seiner Leitungsfunktion auch zuständig für die anderen Mitglieder des Zweckverbands, was auch notwendig ist, weil er die Gesamtsteuerung der Bettenkapazitäten und der Behandlungskapazitäten zu verantworten und zu gestalten hat. Wir haben im Rahmen der Führungsgruppe Katastrophenschutz gestern uns einem Schwerpunktthema zugewandt, das nicht nur ein spezifisches Augsburger Thema ist, sondern ein Thema, das alle umtreibt bundesweit, nämlich das Thema der Versorgungsengpässe mit Artikeln und Produkten der Schutzausstattung, vom Desinfektionsmittel bis zum Nasenschutz. Die Verfügbarkeit dieser Schutzausstattung ist immer dringender geboten, nicht nur in den klinischen Bereichen, wo es um die unmittelbare Versorgung von Patienten in Krankenhäusern geht, sondern auch in nachgeordneten Strukturen und Bereichen, wie zum Beispiel in Altenpflegeheimen oder Behindertenpflegeheimen, aber auch in anderen Einrichtungen oder sogar bei den Sozialdiensten, die ambulant unterwegs sind. Einhellig besteht die Auffassung, dass dafür gesorgt werden muss, dass so weit wie möglich Ausstattung generiert oder verfügbar gemacht werden soll. Wir haben gestern dann auch eine Grundstruktur für ein ergänzendes Beschaffungswesen festgelegt, das von der Erfassung der Bedarfe über die Einholung von Angeboten, die Vergabe von Angeboten, technische Prüfungen, Festlegung von Standards und so weiter geht, damit wir eine möglichst gleichmäßige und jedenfalls auch ausreichende Versorgungsstruktur organisieren können. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass das ungeachtet der Versorgung erfolgt, die vom Freistaat Bayern organisiert wird und die auch im Rollout stattfindet, allerdings nicht alle Strukturen und nicht in ausreichendem Umfang ad hoc erfassen kann. Deswegen unsere Entscheidung, dass wir uns ein Stück auch weit selber stark machen wollen und gewisse Manövriermaßen mit Ausstattungsgegenständen haben wollen. Frau Weber wird nachher dann über bereits konkret veranlasste Beschaffungen berichten im Bereich der Desinfektionsmittel und im Bereich der Schutzmasken. Und es wird in diesem Bereich noch einiges an Aktivitäten geben müssen. Und zwar auch deswegen, weil wir im Rahmen der Befassung mit einem weiteren Thema im Rahmen der Führungsgruppe Katastrophenschutz klar auf der Hand liegen haben, dass die Verfügbarkeit von Schutzausstattung einfach Schlüsselrelevanz hat. Besonders sensibel in den Fokus gerückt sind Alten- und Pflegeheime, weil dort auch besonders vulnerable Personen leben, zum einen, und zum anderen, weil die örtliche und räumliche Situation jeweils den Umgang mit infizierten Personen schwierig macht oder auch das Schützen vor Übertragbarkeit schwierig gestaltet. Die Regierung von Schwaben hat in diesem Kontext auch entsprechende Maßgaben oder Handlungsmaßgaben veröffentlicht, die weitergegeben worden sind an die entsprechenden Einrichtungen, wonach ganz klare Strukturen zu veranlagen sind im Hinblick auf ein Trennungsprinzip zwischen infizierten oder unter Verdacht der Infektion stehenden Personen und eben anderen. Und das Ganze betrifft nicht nur räumliche Trennungen, sondern auch letztendlich Prozessabläufe und Personalzuordnungen. Wenn wir das unterstützen wollen, was wir tun wollen, dann müssen wir uns in die Lage versetzen, zu unterstützen mit entsprechenden Ausstattungen, aber auch über das Gesundheitsamt mit entsprechenden Beratungen der einzelnen Einrichtungen. Dazu wollen wir kommen.
Wir haben dann im Rahmen der FÜGK noch eine Entscheidung getroffen über Helferfreistellungen, damit auch Personen, die jetzt nicht unmittelbar im ärztlichen Dienst sind, aber organisiert sind bei den Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel beim Roten Kreuz oder Maltesern und so weiter, auch verfügbar gemacht werden können für Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Diagnosestelle notwendig sind. Dazu wird Herr Wurm dann im Einzelnen noch ausführen. Die Helferfreistellung führt dazu, dass solche Mitarbeiter auch mit Wirkung gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber gewonnen werden können und entsprechend die Ausgleichsverpflichtungen dafür begründet werden können. Insgesamt haben wir uns dann noch speziell mit der Frage der Notfallplanung unserer strukturellen Versorgung im Bereich der Betten- und Behandlungskapazitäten befasst. Darauf wird Herr Professor Heller jetzt dann auch im Einzelnen noch eingehen. In der Sache geht es darum, dass wir Vorsorge treffen wollen und müssen. Es gibt auch entsprechende Vorgaben, sodass ergänzend zu den Kapazitäten, die wir ohnehin schon vorbereitet haben und die bis dato nicht ausgelastet sind, weitere Rückfallebenen haben und aufbauen, um Patienten aufnehmen und entsprechend versorgen zu können. Ich würde jetzt an dieser Stelle Herrn Professor Heller nach vorne bitten ans Mikrofon und ihn bitten, uns Auskunft darüber zu geben, wie er die Lage aus medizinischer Sicht beurteilt, wie die Kapazitätsplanung und Auslastung sich darstellt, wie die Einschätzung aus fachlicher Sicht zur Entwicklung der Pandemie hier vor Ort sich darstellt und wie auch konkret in schwierigen Situationen mit Patienten umgegangen werden kann. Auch das Thema der Selbstbestimmung spielt in diesem Zusammenhang eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Auch die fachliche Einschätzung zu dem, was uns im Augenblick bei guter und besser werdender Witterungslage immer schwerer fällt, nämlich der Frage der Ausgangsbeschränkung. Herr Professor Heller, ich darf Sie um Ihre Stellungnahme bitten. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Die Lagebeurteilung aus medizinischer Sicht, muss ich sagen, haben wir mit der Erlasslage des Freistaates hervorragende Bedingungen geschaffen, um wirksam diese Pandemie in Bayern bekämpfen zu können. Es sind hervorragende Vorgaben gemacht, die wir auch sehr intensiv und eng umsetzen. Wenn Sie mich vor 2 Wochen gefragt hätten, hätte ich den Knick in der Erkrankungsentwicklung letztes Wochenende gesehen. Dieser Knick ist ausgeblieben. Wir haben mehr oder weniger einen linearen Anstieg. Das ist aber Ihnen als Bevölkerung zu verdanken, dass Sie zu Hause bleiben. Und das ist schon jetzt ganz am Anfang meiner Ausführung der Appell an Sie. Werden Sie den Ausgangsbeschränkungen gerecht? Es war noch nie so einfach, Menschenleben zu retten, wie einfach zu Hause zu bleiben. Also schon mal vorweg dieser Appell. Lagebeurteilung aus medizinischer Sicht. Wir haben auch erlassgemäß eine Software implementiert, die der Freistaat freigeschaltet hat für alle FÜGKern, sodass wir einen Lageüberblick über ganz Bayern haben. Es gibt ein weiteres Software-Tool, was uns erlaubt, die Intensivkapazitäten über ganz Deutschland zu identifizieren. Und das bringt uns in eine hervorragende Position gegenüber all diesen schrecklichen Szenarien, die Sie aus den sozialen Medien, aus Italien, aus Frankreich kennen. Wir haben viel mehr Vorlaufzeit. Wir können Netzwerke bilden. Wir können Ferntransporte von Patienten organisieren. Das ist auch Teil meiner Aufgabe, das zu organisieren mit den ärztlichen Leitern Rettungsdienst, sodass wir hier uns sehr gut vorbereiten können. Zur Kapazitätenplanung und Auslastung habe ich dem Regierungspräsidenten weisungsgemäß einen Notfallplan zusätzliche Behandlungskapazitäten vorgelegt. Nach Erlass sind die in 3 Stufen zu gliedern. Die Stufe 1 bezieht sich auf diejenigen Kapazitäten, die momentan vorhanden sind und die mit vorhandenem Personal genutzt werden können. Das ist in unserem Bereich des Rettungszweckverbandes sind es momentan über 400 Betten. Dann gibt es eine 2. Eskalationsstufe, die sieht vor Reaktivierung oder Umwidmung von Einrichtungen im Zweckverband. Da haben wir nochmal über 400 Einrichtungen. Allerdings müssen wir 400 Betten in mehreren Einrichtungen. Allerdings ist hier erforderlich, Personal zuzuführen, um die Kapazitäten betreiben zu können. Und dann, und das hat mich sehr gefreut, weil ich es schon von Anfang an in die Politik auch eingespielt habe, werden wir Feldbetten in Messehallen oder in irgendwelchen anderen großen Räumlichkeiten werden wir nicht sehen. In meiner Vergangenheit hatte ich schon
schon mehrfach die Gelegenheit, in Katastrophensituationen die mangelnde Leistungsfähigkeit von solchen Notfalleinrichtungen zu beurteilen. Und ich habe auch schon vor 2 Wochen ans Ministerium diese Einschätzung auch nochmal zurückgemeldet. Und es gab jetzt auch nochmal eine Ergänzung des Erlasses, in dem klar Mindestanforderungen festgelegt wurden, dass wir in diese Situation mit Feldbetten in Messehallen glücklicherweise nicht kommen. Nichtsdestotrotz haben wir erlassgemäß ein Hilfskrankenhaus ausgewiesen. Dazu gibt es auch eine Liste des Freistaates mit reaktivierbaren Krankenhäusern. Eines dieser reaktivierbaren Krankenhäuser ist der Altbestand in Aichach. Ich habe da mit dem Geschäftsführer intensiv gesprochen. Dort können wir 100 Betten im Bedarfsfalle freilenken. Aber das ist die Eskalationsstufe 3. Insofern sind wir momentan in der momentanen Bettensituation gut aufgestellt. Ich habe jeden Tag einen Lageblick über ganz Bayern, wo wir hier in der Region Augsburg gut aufgestellt sind und auch in der Lage sind, Patienten aus anderen Regionen Bayerns noch aufzunehmen und sie hier zu versorgen. Moment, jetzt muss ich schauen, welche Fragestellungen noch, Einschätzung zur Entwicklung der Fallzahlen. Das ist was ich auch gelernt habe in der Vergangenheit. Man darf nie zu weit in die Zukunft schauen wollen, weil das wird einem Probleme machen. Wir müssen maximal 2 Wochen vorausdenken. Das tun wir, weil wir da die Vorlaufzeiten der entsprechenden Einrichtungen brauchen. Momentan sind wir noch in einem linearen Anstieg. Wie auch immer sich das ausbreiten wird, wir wissen es nicht, wo wir uns gerade in der Kurve befinden. Sind wir schon in dem steilen Teil, der sehr flach ausfallen würde, wenn es der steile Teil wäre im Vergleich zu anderen Ländern? Oder sind wir noch vor dem Wendepunkt? Das könnte eben auch Ihr Verdienst sein als Bevölkerung, dass wir so einen flachen Gipfel hinbekommen in der Bevölkerung, sodass wir nicht in eine Situation laufen, in der Behandlungskapazitäten fehlen. Wir haben die Kollegen von der Universität unterstützen uns mit Berechnungen, mit mathematischen Modellen, die wir immer genauer spezifizieren können, wo verschiedene Annahmen drin sind. Aber was auch immer wir in diese Modelle einfüttern, wir als medizinische Einrichtungen können immer nur die alleroberste Spitze des Eisberges kappen in der medizinischen Versorgung. Sie haben Ihr Schicksal selber in der Hand. Nutzen Sie es, indem Sie die Ausgangssperren nutzen. Letztlich dafür, dass wir nicht so viele Erkrankte auf einmal haben und dass das Gesundheitssystem auch mit allen Eskalationsstufen weiterhin in der Lage bleibt, Sie als Bevölkerung zu behandeln. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist selbstbestimmtes Handeln, dabei Patientenautonomie zu berücksichtigen. Die 3 Verstorbenen im Landkreis und der Stadt Augsburg, also gemeinsam 3, sind jeweils in einer palliativen Behandlungssituation verstorben. Das heißt, diese Patienten haben selbstbestimmt gesagt, sie wollen keine Therapieeskalation mehr haben. Und das ist letztlich ganz wichtig, dass sie für sich selber festlegen, was wollen Sie. Kommunizieren Sie es mit Ihren Angehörigen, kommunizieren Sie es im Krankenhaus, was wollen Sie an Therapie, sodass hier diese ganze Geschichte um Triageentscheidungen, das ist eine furchtbare Sache, da wollen wir momentan überhaupt nicht dran denken. Das, was aus Bergamo und aus Straßburg an Zahlen kommt, ich bin ganz guter Hoffnung, dass wir in diese Situation hier nicht hineinlaufen, aber machen Sie sich Gedanken darüber, was Sie an Intensivbehandlung noch haben wollen, oder ob dann ein palliativer Weg für Sie dasjenige ist, was für Sie das ist, was Sie wünschen. Letzter Punkt, Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung der Ausgangsbeschränkungen. Ich habe es schon mehrfach ausgeführt. Sie haben es selber in der Hand, ob wir in eine Situation kommen, in der die Behandlungskapazitäten nicht ausreichen. Es gibt verschiedene Forscher, die empfehlen, dass man diese ganze Situation in mehreren Wellen abarbeitet. Ausgangsbeschränkung 4 Wochen, 2 Wochen Pause, wieder 4 Wochen. Das sind Szenarien. Sehr wohl ist mir das bewusst, dass die Wirtschaft darunter leidet. Aber letztlich hängt es auch daran, dass die Bevölkerung, soweit es geht, gesund erhalten wird und dass das medizinische System sie alle entsprechend versorgen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Heller. Er steht uns dann anschließend, wenn die anderen Beiträge geleistet sind, auch noch für Rückfragen zur Verfügung. Schon an dieser Stelle möchte ich sagen, dass wir uns glücklich schätzen können, jemanden in unserer Gruppe zu haben, in unserer Führungsgruppe Katastrophenschutz zu haben, der diese Erfahrung und diese medizinische Fachlichkeit mit sich bringt und uns auch in unseren Entscheidungen und unserem Tun Sicherheit gibt.
Das ist gut für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg, aber im gesamten Zweckverbandsgebiet. Unser Ordnungsreferent Dirk Wurm wird jetzt berichten über dasjenige, was Herr Professor Heller gerade noch mal angemahnt hat oder eindringlich erbeten hat zu berücksichtigen, nämlich die Berücksichtigung der Ausgangsbeschränkung. Herr Wurm wird uns einen Überblick geben über die aktuellen Erfahrungen aus dem Bereich Ordnungsdienst und Polizei im Umgang und der Durchsetzung dieser Ausgangsbeschränkungen, insbesondere auch sensibilisieren für die sich entwickelnde Witterungslage, auch Maßnahmen, die ein Stück weit noch eindringlichere Festlegungen beinhalten und auch über die Abwicklung der Diagnosestelle am unteren Talweg und die Wechselwirkung zu den Laboren. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf an das anschließen, was der ärztliche Leiter der VGK ausgeführt hat. Es liegt in der Tat an uns allen, inwieweit wir die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen oder eingrenzen können. Und man sieht ja, wenn man sich die Zahlen für ganz Bayern anschaut, es ist in der Tat diese Verlangsamung in den letzten 14 Tagen eingetreten. Und das ist unser aller Verdienst. Leider Gottes, wie das halt manchmal so ist als Ordnungsreferent, es muss jemand geben, der ein bisschen Wasser in den Wein gießt. Und das zeigt sich in den letzten 2, 3 Tagen seit Beginn dieser Woche. Es ist sonnig und es wird jeden Tag wärmer, dass der Nachfragedruck, insbesondere in den Grünanlagen und Parks, dass der zunimmt. Damit nehmen naturgemäß auch die Verstöße gegen die Verordnung zu, was die Einhaltung von Mindestabstand anbelangt, aber insbesondere auch, dass die Gruppenbildung oder das Niederlassen im öffentlichen Raum als Gruppe. Mit Blick auf die kommenden 14 Tage und die Wettervorhersage, die Gott sei Dank, und es ist ja schön frühlingshaft und warm ist, müssen wir leider Maßnahmen ergreifen, die es uns allen miteinander nochmals erleichtert, dass wir uns an diese Ausgangsbeschränkungen, die ja in der Tat sinnvoll sind, auch halten können. Deswegen werden wir mit Blick auf das Wochenende im Wittelsbacher Park und am Kuhsee, das sind mit Abstand die beiden stärkst frequentierten Naherholungsorte bei uns in der Stadt Augsburg, werden wir hier das Niederlassungsverbot gerade auf den dortigen Wiesen nochmals deutlich kenntlicher machen, indem wir die Wiesen parzellieren, das heißt teilweise mit Trassierband und entsprechend großen Hinweisschildern absperren. Wir tun das nicht, um irgendjemand zu gängeln. Das ist mir ganz wichtig. Wir tun es auch nicht, weil die Polizei oder der Ordnungsdienst Lust hätte, massenhaft Anzeigen zu schreiben. Denn in der Tat sind die Verstöße gegen diese Verordnung des Freistaats Bayern anzeigepflichtig. Sondern wir tun das, um uns alle nochmal dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, dass wir erstens Abstand halten und dass wir eben nicht in Gruppen auftreten und uns niederlassen. Davon ausgenommen, ich möchte es an dieser Stelle sagen, nachdem wir uns auch noch mal beim Freistaat Bayern rückversichert haben, ist das Verschnaufen auf einer Parkbank. Das heißt, wenn wir uns draußen bewegen, ob Sport oder spazieren gehen, und das ist in allen Parks und Grünanlagen möglich und das tut uns auch gut, darf man sich auch auf den Bänken niederlassen, um durchzuschnaufen. Bitte versuchen Sie bzw. halten Sie sich auch hier an den vorgegebenen Mindestabstand, weil darum geht es ja bei der Verordnung, um das Ziel zu erreichen, die Übertragungsgeschwindigkeit des Virus deutlich zu verlangsamen. Also bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Maßnahmen, die wir getroffen haben. Polizei und Ordnungsdienst werden am kommenden Wochenende und auch in den Tagen danach genauso stark präsent sein im Stadtgebiet, wie das auch in den letzten 2 Wochen bereits der Fall war. Und bitte sehen Sie es uns nach. Aber wie gesagt, der Nachfragedruck im öffentlichen Raum mit schönem Wetter steigt. Noch zu unserer Teststrecke oder Diagnosestelle am unteren Talweg. Diese läuft seit Dienstag ja unter veränderten Rahmenbedingungen. Das heißt, dass Personen, die sich an den Hausarzt oder an die 116, 117, die Hotline der KVB gewandt haben und dort vortragen, wie es ihnen geht, bekommen aufgrund der Ferndiagnose dann mitgeteilt, dass sie zum Abstrich gebeten werden.
Sie werden dann vom Gesundheitsamt der Stadt Augsburg, wir haben hierfür extra ein Callcenter eingerichtet, werden Sie kontaktiert und Sie bekommen einen Termin zum Abstrich. Das funktioniert seit Dienstag sehr gut und sehr geordnet. Wir haben mit 40 Abstrichen am Tag begonnen. Wir steigern uns kontinuierlich und da sind auch noch Kapazitäten vorhanden. Das ist, glaube ich, mit Blick auf die nächsten 2 Wochen ganz wichtig, dass wir so viele Abstriche wie möglich auch flächendeckend durchführen können hier im Stadtgebiet Augsburg, um eine Sicherheit darüber zu bekommen, wer ist tatsächlich positiv, um weitere Schutz- und Quarantäne- oder Isolationsmaßnahmen vornehmen zu können. Bitte, auch das eine ganz eindringliche Bitte meinerseits in Abstimmung auch mit dem Versorgungsarzt Dr. Dorn und den Kolleginnen und Kollegen des Katastrophenschutzes und auch der Hilfsorganisationen sowie des Gesundheitsamtes, die vor Ort tätig sind, kommen Sie bitte nicht unaufgefordert in das Testzentrum am unteren Talweg, sondern kommen Sie nur, nachdem Sie von uns kontaktiert wurden und einen Termin bekommen haben. Sie werden in der Regel, nachdem die Ferndiagnose vom Hausarzt oder von der KVB durchgeführt wurde, binnen 24 Stunden von der Stadt Augsburg kontaktiert und bekommen dann auch am nächsten Tag den Termin. Die Untersuchungsergebnisse liegen momentan im Schnitt nach 3 bis 4 Tagen vor. Ihr behandelnder Arzt wird sich dann auch mit Ihnen in Kontakt setzen, telefonisch Sie über das Ergebnis informieren und gegebenenfalls weitere Maßnahmen mit Ihnen abstimmen. Ich möchte mich da zu guter Letzt noch bedanken bei den in Augsburg ansässigen Laboren, die uns sehr unterstützen, dass diese Teststrecke auch gut funktioniert. Sie konnten ausreichend Testkapazitäten für den Moment zur Verfügung stellen, sodass auch da aktuell Gott sei Dank kein Engpass besteht. Hier haben wir uns mit Blick auf die vergangenen 14 Tage positiv weiterentwickelt. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wurm. Ich möchte nur noch eines ergänzen zu diesem Themenbereich. Gerade auf dem Weg vom Büro zum Rathaus bin ich angesprochen worden von einer Dame mit gehörigem Abstand, sehr freundlich, die sich Sorgen macht, weil viele Leute auch joggend unterwegs sind und den Abstand zu den Spaziergängern nicht einhalten. Das empfinden die Menschen als besonders unangenehm. Also auch diejenigen, die erlaubterweise unterwegs sind beim Joggen, achten Sie darauf, dass Sie den Abstand zu anderen einhalten, insbesondere dann, wenn Sie etwas in Atemnot sind und das beim Vorbeijoggen dann auch von den Passanten im wahrsten Sinne des Wortes wahrgenommen oder aufgenommen wird. All die Maßnahmen, die wir angesprochen haben, haben Konsequenzen im Bereich der Wirtschaftsstruktur, vor allem auch im Bereich unserer finanziellen Veranlassungen und zugehöriger Organisation. Und deswegen darf ich jetzt Frau Bürgermeisterin Eva Weber bitten, zu den Themen auszuführen, die unser eigenes Beschaffungswesen oder die Beauftragung von Produktherstellungen und so weiter betreffen, aber auch Strukturen, die wir letzte Woche schon angekündigt haben, wie die Augsburger Tafel oder die Brückentafel und einige andere Spezialthemen mehr. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte anfangen bei dem Thema von Beschaffung von entsprechenden Ausrüstungsgegenständen. Ich darf auf das verweisen, was der OB gerade schon gesagt hat. Wir als Stadt Augsburg haben uns dafür entschieden, selbst in die Beschaffung zu gehen, um eben vor allem auch die vielen Träger hier vor Ort zu unterstützen und ihnen überhaupt Kapazitäten bei Desinfektionsmitteln, Masken und Co. geben zu können. Das ist ein mühsames Geschäft, weil der Markt momentan absolut dicht ist. Es ist natürlich so, dass jeder gerade dabei ist, solche Schutzgegenstände auch zu akquirieren. Wir haben als Stadt Augsburg inzwischen 20 Tonnen Desinfektionsmittel geordert, wovon 5 Tonnen bereits auch schon zur Abholung bereitstehen. Darüber hinaus haben wir 20.000 Mund-Nasen-Schutzmasken geordert, die allerdings jetzt nicht ausschließlich für den medizinischen Gebrauch hergestellt worden sind, weswegen sie auch als Behelfsmund-Nasenschutz betitelt werden müssen. Aber es ist trotzdem etwas, was gut funktionieren kann. Darüber hinaus sind wir gerade dabei, Angebote für FFP2-Masken zu sichten, weil wir müssen schlicht und ergreifend auch auf die Qualität schauen. Es hilft uns nichts, wenn wir Masken bestellen, die uns gerade von allen Ecken und Enden angeboten werden, wir die Kartons aufmachen und dann im Endeffekt nur Schrott drin ist. Das hilft denen nicht, die
geschützt werden sollen. Und es hilft vor allem auch dem städtischen Geldbeutel nichts. Denn mit all diesen Beschaffungen gehen wir als Stadt Augsburg in die Vorleistung. Wir beschaffen das als Stadt Augsburg erstmal auf unsere Kasse und geben dann die entsprechenden Gegenstände nach einem gewissen Schlüssel eben an die Kliniken, an die Altenheime und an sonstige soziale Einrichtungen weiter. Sobald die Ausstattungsgegenstände da sind, werden wir hier auch noch mal darüber informieren, wie die Ausgabe dann tatsächlich erfolgt. Es gibt viele tolle Aktionen in Augsburg und ich möchte mich da ganz herzlich bedanken bei allen, die sich in den letzten Tagen und Wochen Gedanken darüber gemacht haben, wie denn Augsburg sich selbst helfen kann. Es gibt tolle Aktionen. Ich hatte das schon mal in einer der letzten Pressekonferenzen gesagt, wie zum Beispiel die Aktion Rette deinen Lieblingsladen oder auch das Portal Mein ist dein Augsburg, wo einfach auch nochmal dazu aufgerufen wird, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen und hier eben nicht online auf den großen Plattformen dieser Welt zu shoppen, wenn man zu Hause in der Quarantäne oder in der Ausgangsbeschränkung sitzt, sondern dass man eben den Einzelhandel vor Ort unterstützt. Und ich möchte mich da auch bedanken bei Augsburg Marketing, die auf ihrer Homepage entsprechend eine Plattform gebildet haben, wo man eben diese Läden auch nochmal sich anschauen kann, wo man eben jetzt auch trotzdem den lokalen Einzelhandel, aber auch die lokale Gastronomie unterstützen kann. Ich bedanke mich herzlich beim FC Augsburg, der auch mit diversen Aktionen hier unser lokales Geschehen unterstützt. Und der vor allem auch unter dem Hashtag Augsburg hält zusammen 2020 diverse Aktionen auf die Füße gestellt hat, sei es ein Dankeschön an die Pflegerinnen und Pfleger durch die Ausgabe von Getränken oder eben auch entsprechender Spendenaktionen für den lokalen Einzelhandel und die lokale Gastronomie. Augsburg Marketing hat darüber hinaus auch einen Radiospot produzieren lassen, wo nochmal explizit darauf hingewiesen wird, dass in diesen schweren Zeiten eben auch weiter auf Regionalität und Lokalität Wert gelegt werden soll. Vielleicht ist das ja auch für Sie ein Ansporn, sich bei augsburg-city.de mal einzuloggen und zu schauen, wo Sie denn vielleicht auch den Klick in Ihrer Stadt lassen können. Wichtig ist natürlich im Rahmen der gesamten Schutzmaßnahmen auch das Thema Masken. Wir sind hier gerade dabei, auch viele Freiwillige entsprechend mit Informationen zu versorgen. Und unter anderem auch das Staatstheater wird in die Produktion von Behelfs-Mund- und Nasenmasken einsteigen. Es werden zu Beginn 250 bis 300 Masken pro Woche gefertigt mit einer entsprechenden Steigerungsrate. Abnehmer werden zunächst das Freiwilligenzentrum und die Tafeln sein, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Augsburg. Aber das Staatstheater hat durchaus die Bereitschaft signalisiert, eben auch für den externen Bedarf zu produzieren. Und die Kolleginnen und Kollegen dort wollen eben auch ihren Beitrag leisten in diesen für Augsburg so merkwürdigen Zeiten. Und die Strukturen hierfür werden auch entsprechend aufgebaut. Die Augsburger Tafel, darüber haben wir ja schon öfter berichtet, hat schlicht und ergreifend unsere Unterstützung notwendig gehabt, um die Strukturen während dieser Corona-Krise auch aufbauen zu können. Die Tafel nimmt ihren Betrieb nächste Woche am Dienstag wieder auf und wir unterstützen den Tafelvorstand bei der Anpassung des Betriebs an aktuelle Hygienestandards und Vorschriften, eben unter anderem, dass die Ausgabe im Freien stattfindet, dass wir Konfektionierung von Lebensmittelpaketen machen, dass wir einen Bring-Service für Risikogruppen anbieten und dass wir vor allem eben auch die Organisation von sicherheitsrelevanten Hygiene- und Hilfsmitteln wie Schutzausrüstung und Ähnliches sicherstellen. Auch hier unterstützt uns der FCA beispielsweise mit der Zurverfügungstellung von Kleinbussen, aber auch von Fahrern. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an dieses Engagement. Wer möchte, kann die Tafel auch mit einer Geldspende zum Zukauf von Grundnahrungslebensmitteln unterstützen. Die Spendenkonten finden Sie auf der Homepage der Stadt Augsburg. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei der Stadtsparkasse bedanken, die bereits mit 10.000 Euro hier einen wirklich tollen Beitrag geleistet hat, um die Tafel auch während dieser Zeit mit zu unterstützen. Und wenn Sie als ehrenamtlicher Helfer tätig sein möchten, dann melden Sie sich doch bitte beim Freiwilligenzentrum der Stadt Augsburg. Auch hier ist jede helfende Hand herzlich willkommen. Die Informationen finden Sie alle unter augsburg.de/coronavirus. Finden Sie eben Informationen über das Spendenkonto auch der Stadt Augsburg, wo wir einen Härtefallfonds eingerichtet haben für diejenigen, die eben insbesondere diese Krise auch sehr hart trifft. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim anonymen Spender bedanken. Ich hatte heute früh in der Post einen Brief
mit 3.000 Euro Bargeld drin, mit lediglich dem Hinweis darauf, dass dieses Geld für in Not geratene Kleinunternehmer verwendet werden soll. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dieses Geld ist bereits bei unserer Stadtkasse eingezahlt, wird eben auch auf dieses Hilfskonto überwiesen. Und es ist auch eine tolle Mitteilung der Solidarität. Herzlichen Dank auch dafür. Ich möchte dann als nächstes noch auf einen Aufruf des Bayerischen Gesundheitsministeriums hinweisen. Das Bayerische Gesundheitsministerium bittet Pflegekräfte, Ärzte, Medizinstudierende, die derzeit nicht im Beruf tätig sind, um Unterstützung in der Corona-Krise. Wer eben helfen möchte, kann sich über eine zentrale Plattform registrieren lassen. Und auch diese zentrale Plattform ist verlinkt unter augsburg.de/coronavirus. Also wenn Sie entsprechend zu den benannten Personengruppen gehören, bitte registrieren Sie sich. Der medizinische Verbund braucht eben auch jede Hilfe, um mit diesem Virus umgehen zu können. Das Bürgertelefon zum Thema Corona, das ja seit Anfang März bereits geschaltet ist, ist weiterhin unter der 324-4444 für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg erreichbar. Hier bekommen Sie eine allgemeine Beratung, Information und Vermittlung rund um die aktuellen Entwicklungen rund um Corona. Wir haben dort eben ungefähr 7.000 Anfragen inzwischen beantwortet und die Anrufzahlen gehen derzeit etwas zurück, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir einfach alle miteinander bei vielen Dingen inzwischen wissen, wie wir damit umgehen müssen, weil sich vieles auch eingespielt hat. Und deswegen werden sich auch die Bereitschaftsdienste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Bürgertelefon verändern. Erreichbar wird das Bürgertelefon nun sein ab morgen von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr und an Samstags, Sonntags und Feiertagen zwischen 10 und 18 Uhr. Sollten sich neue Bedarfe ergeben, werden die Betriebszeiten natürlich auch entsprechend wieder hochgefahren. Und vielleicht noch ein kurzer Ausblick zum Thema Wirtschaft. An alle Einzelhandelstreibenden möchte ich die Empfehlung aussprechen, sich auf der Homepage des Handelsverband Bayerns einzuloggen. Dort sind viele Informationen zusammengestellt worden für Einzelhändler, wie sie mit dem Corona und allen Auswirkungen umgehen können, angefangen von Minijobbern bis hin zum Thema Kurzarbeitergeld und Ähnliches mehr. Apropos Kurzarbeit. Im Arbeitsagenturbezirk Augsburg, dazu gehört die Stadt Augsburg, der Landkreis Augsburg und der Landkreis Eichach-Friedberg, sind derzeit ungefähr 3.500 Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen. Und auch die Arbeitslosenquote ist im vergangenen Monat etwas angestiegen. Aber richtig seriös kann man momentan noch gar nicht sagen, was für Auswirkungen die Krise tatsächlich haben wird. Bei den Finanzierungshilfen, die von Bund und vom Freistaat zur Verfügung gestellt worden sind, werden vor allem die Soforthilfen sehr, sehr intensiv nachgefragt. Bei der Regierung von Schwaben liegen für den gesamten Regierungsbezirk derzeit ungefähr 26.000 Anträge vor. Und in den letzten Tagen sind einige Unternehmerinnen und Unternehmer auf mich zugekommen und haben gesagt, jetzt habe ich vor einer Woche den Antrag gestellt und habe immer noch keine Bewilligung. Das liegt einfach auch daran, dass eben eine Flut von Anträgen eingegangen ist. Ich habe vorgestern mit dem Regierungspräsidenten telefoniert, der mir berichtet hat, dass sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die irgendwie verfügbar sind bei der Regierung von Schwaben, ausschließlich diese Soforthilfeanträge bearbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen bei der Regierung von Schwaben gehen derzeit von einer Bearbeitungszeit von einer Woche aus. Und bis die Staatskasse dann angewiesen hat, sind es noch mal ungefähr 2 Tage. Die Regierung von Schwaben weiß, wie sehr es sie auch alle drückt, dass diese Soforthilfen überwiesen werden und tun wirklich ihr Möglichstes, dass die Anträge auch entsprechend schnell bearbeitet sind. Aber ein bisschen Geduld muss man trotzdem haben. Soweit aus meinem Bereich. Vielen Dank, Frau Weber. Am Schluss unserer Pressekonferenz möchte ich mich nochmal an die Bürgerinnen und Bürger wenden. Wir sind jetzt seit etwas mehr als einem Monat in unterschiedlichen Auswirkungsstufen unterwegs, um die Thematik Corona-Betroffenheit hier in Augsburg zu bewältigen. Mit diesem zeitlichen Abstand nehmen wir auch wahr, oder immer mehr wahr, was uns fehlt im Alltag und wo wir eingeschränkt sind. Ich möchte Sie dazu ermutigen und Sie auch bitten, sich mir anzuschließen, das zu sehen, was trotz alledem funktioniert und was wir gewährleisten als Stadt, in dem viele mit dazu beitragen, dass es möglich ist. Wir haben viele Freiheiten im Augenblick,
die wir nicht ausüben können. Aber wir haben ein verlässliches System der Daseinsvorsorge und vor allem auch der medizinischen Versorgung. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen wieder lernen, auch das zu sehen, was gut ist und was gut funktioniert. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dem Personal in den Krankenhäusern, dem medizinischen Personal, aber auch allen anderen, die mitwirken, dass diese Einrichtungen funktionieren, bis hin zu den Reinigungskräften und Hausmeistern, bei den Pflegerinnen und Pflegern in den Heimen und Pflegestationen, bei den Mitarbeitenden in den Praxen, bei den Labormitarbeitenden und denjenigen, die in Forschung unterwegs sind, um auch mit fachlicher Anforderung Situationen zu bewältigen. Ich bedanke mich bei den Rettungsdiensten auch für die Unterstützung an der Diagnosestelle, beim Ordnungsdienst, bei den Polizeieinsatzkräften, bei den Feuerwehrleuten, bei allen Mitgliedern der Führungsgruppe Katastrophenschutz. Das ist nicht selbstverständlich, weil viele ohne berufliche Notwendigkeit auch dort mitwirken, sich ehrenamtlich einbringen. Ich bedanke mich bei der Verwaltung, beim Abfallwirtschaftsbetrieb, Stadtentwässerung, alles funktioniert und kann aufrechterhalten werden. Natürlich auch diejenigen, die das tägliche Leben für uns spürbar gestalten, Verkäufer, Logistiker, Betriebe mit innovativen Ideen, Energieversorger, Bus- und Straßenbahnfahrer, Apotheker, Freiwillige und viele andere, aber an dieser Stelle auch ganz besonders bei den Medien, die es uns ermöglichen, sie zu erreichen und die Informationen und die Botschaften, ob es gute oder schlechte sind, an sie weiterzubringen, weil nichts ist schlimmer, wenn man, als dass man informationslos wäre. Vielen Dank. Bleiben Sie also weiterhin geduldig, bleiben Sie sympathisch, bleiben Sie daheim und bleiben Sie vor allem gesund. Es gibt so, jetzt können wir Fragen beantworten. Nachfragen sehr stark. Wird nachgefragt, das Thema nach den Schutzmasken und der Schutzmaskenpflicht. Der Herr Krog von der Augsburger Allgemeinen fragt, wie steht die Stadt zur Schutzmaskenpflicht für alle in der Öffentlichkeit vor dem Hintergrund, dass die Stadt Jena diese jetzt stufenweise einführen möchte? Wir haben dazu noch keine Festlegung. Diese Diskussion ist in den letzten Tagen entstanden. Mein aktueller Stand ist, dass eine allgemeine Schutzmaskenpflicht aus medizinischer Sicht nicht für indiziert gehalten wird. Eine Maske vor allem für diejenigen benutzt werden soll, die selbst übertragen können, aber nicht sozusagen als für diejenigen, die einfach unterwegs sind, ohne dass sie selbst Überträger sind. Aber da können wir gerne auch noch eine fachliche Einschätzung dazu einholen. Ich persönlich würde mich für eine Positionierung der Stadt Augsburg immer in erster Linie an die medizinische Beurteilung halten. Vor allem deswegen, weil es auch völlig unsinnig wäre, neue, nicht notwendige Baustellen aufzumachen, wenn wir ohnehin schon Versorgungsengpässe haben bei den Stellen, die dringend auch entsprechende Schutzmasken bedürfen. Ich würde den Herrn Professor Heller bitten, uns da auch seine Einschätzung dazu zu geben. Ich habe meine jetzt gegeben vor dem Hintergrund der bislang an uns herangetragenen Argumentationen. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich teile Ihre Auffassung vollständig. Die ist medizinisch genauso begründet. Es könnte in der Zukunft sein, dass man das für notwendig erachtet, zum Beispiel wenn man die Ausgangsbeschränkungen lockert, also in dem Wellenplan jetzt mal planen würde, dass man sagt, okay, wir wollen dieses böse Wort Herdenimmunität erreichen, dass wir dann tatsächlich sagen, Ausgangseinschränkungen für 4 Wochen, dann 2 Wochen Ausgangsmöglichkeiten mit Mundschutz, aber genau wie Sie gesagt haben, zum Schutz, dass die Leute, die halt selber Ausscheider sind oder selber husten, dass die halt quasi die anderen schützen. Und dann wieder ohne Mundschutz in die Ausgangsbeschränkung gehen. Also da sind momentan medizinisch die Bücher noch offen. Wir kennen das ja aus der SARS-1-Situation von vor 2014 war das, wo in Fernost ganz viele Leute mit Mundschutz rumgelaufen sind. Hängt natürlich dort auch daran, dass da Smog-Situationen sind, Umweltverschmutzung so ist, dass es mehr aus diesen Gründen nicht noch eine zusätzliche Lungenbelastung herkommt, als es jetzt dann von der eigentlichen Erkrankung kommt. Insofern sind da die Bücher noch offen, da teile ich Ihre Auffassung. In unserer Priorisierung kümmern wir uns um das Notwendigste. Und das Notwendigste ist heute mit den Themen, die angesprochen worden sind, beschrieben worden, nämlich die Beschaffung
von Ausstattungsgegenständen für diejenigen, die in den Krankenhäusern arbeiten, aber auch in Pflegeheimen bis hin zum ambulanten Sozialdienst. Noch eine Nachfrage, was die Schutzmasken angeht und die Verteilung der Schutzmasken. Da fragt die Frau Marx von der Augsburger Allgemeinen, wie ist die Verteilung von Desinfektionsmittel und Schutzmasken in Augsburg geregelt? Sind Engpässe bekannt, vor allen Dingen auch in den Arztpraxen, die nichts abbekommen? Und werden bei der Verteilung Prioritäten oder Priorisierungen bei Arztpraxen vorgenommen? Es ist so, dass entsprechende Bedarfserhebungen von der VÜGK, in dem Fall aus dem Bereich des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, gemacht werden. Dort die Informationen zusammenlaufen. Diese werden auch aktiv eingeholt in unseren Strukturen. Und wir können natürlich nur dasjenige zuweisen, was vorhanden ist. Und wenn es nicht ausreichend vorhanden ist, um alle gleichmäßig zu versorgen oder den Bedarf vollständig zu decken, wird es eine Priorisierung geben. Aber es sind so viele Bedarfsträger, dass es da keine einfache Formel gibt. Gut, dann haben wir noch Fragen von ATV, von Herrn Wildfeuer, und zwar zum Niederlassungsverbot. Die Polit-WG hat per Dringlichkeitsantrag eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Niederlassungsverbots, zum Beispiel auf Parkbänken, gefordert. Was entgegnen Sie, Herr Griebel? Die Sorgen der Polit-WG würde ich gerne haben. Damit, mit dieser Fragestellung befasse ich mich nicht. Ich muss immer dahinter sehen, den Zweck der Maßnahme. Unsere Freiheit wird eingeschränkt. Ja, das ist ein ernsthafter Tatbestand, aber er wird eingeschränkt, um Leben zu retten, um es zu verhindern, dass das Virus übertragen wird. Wir müssen die Übertragungswege unterbrechen, und durch das Niederlassen wird das Übertragen begünstigt, weil es Menschenansammlungen gibt, die dann untereinander in diesen unheilvollen Austausch gehen. Dann noch eine Nachfrage, die sich an den Herrn Wurm auch richtet. Wie ist Ihr Fazit der Kontrollen des Niederlassungsverbots? Welche Strafen gibt es zudem? Ja, vielen Dank für die Frage. Wie bereits dargestellt, das ist natürlich stark wetterabhängig. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt noch einmal klarstellende Maßnahmen treffen mit Blick auf das Wochenende und die kommenden Tage und Wochen, wo es einfach wärmer wird. Ein Satz noch zum Niederlassen auf den Parkbänken. Wir haben es ja gerade eben auch dargestellt. Zum Verschnaufen, ja, niemand wird dazu angehalten, 90 Minuten Vollgas-Dauerlauf zu machen in der Parkanlage. Man darf sich schon hinsetzen, aber man sollte sich halt bitte nicht als Gruppe hinsetzen. Und wenn man sich schon hinsetzt, dann den Mindeststand einhalten. Sonst ist ja das Ganze witzlos. Wir machen das ja jetzt nicht, um hier einen Vollzugsmarathon in Gang zu setzen, um irgendjemand zu gängeln. Die allermeisten halten sich an die Vorgaben und an die Beschränkungen. Das sind weit über 90%. Aber in der Tat, mit längerer Dauer der Ausgangsbeschränkungen und schönem Wetter wird es auch ein bisschen schwieriger. Deswegen sind wir auch heute hier im Rahmen der Pressekonferenz, um, ob der Oberbürgermeister oder der Professor Heller, auch meine Person, genauso wie die Frau Bürgermeisterin Weber, noch mal dafür zu sensibilisieren. Bitte, liebe Augsburgerinnen und Augsburger, halten Sie sich daran. Dann haben wir noch eine Frage von Marc Zenkert, Radio Augsburg. Und zwar sagt er, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sieht eine Selbstversorgung von Obst und Gemüse vor, da Lieferketten vom Ausland unterbrochen werden. Welche Maßnahmen sieht Augsburg dafür vor? Ist mir im Augenblick nichts bekannt dazu, aber das Thema können wir gerne aufgreifen. Dann stellt Radio Augsburg noch eine weitere Frage, und zwar zu den Sicherheitsvorkehrungen in den Alten- und Pflegeheimen. Er möchte wissen, wie diese verschärft werden, weil in den Heimen immer mehr Corona-Fälle auftreten. Die Begründung ist nicht zutreffend. Wir haben aktuell Zahlen, die sich nicht verändert haben, was die Infektionshäufigkeit anbetrifft. Ich muss bloß die betreffende Unterlage schnell hersuchen, weil ich mir das extra noch habe geben lassen. So ist es dann. Also nach dem, was mir berichtet ist, ist es so, dass in einem betroffenen Altenheim weiterhin 4 bestätigte Fälle vorliegen.
Bewohner und Mitarbeitende wurden getestet, also diese Kontaktpersonen. Ergebnisse dazu liegen noch nicht vor, sodass wir dazu noch keine weiteren Erkenntnisse haben. In zwei weiteren Altenheimen wurden jeweils ein Mitarbeiter positiv getestet, also keine Bewohner, sondern ein Mitarbeiter positiv getestet. In beiden Fällen handelt es sich allerdings nicht um Pflegepersonal. In beiden Fällen werden auch hier die Personen, die im Umfeld als Kontaktpersonen da sind, entsprechend getestet, sodass die Begründung als solche nicht zutreffend ist, die angeführt ist. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass die Umsetzung von Strukturen in Alten- und Pflegeheimen besonders schwierig ist, weil die räumlichen Kapazitäten selten da sind, um ein strenges Trennungsprinzip durchzuführen. Und weil es aus fachlicher Sicht, pflegefachlicher und medizinischer Sicht nicht geboten ist, ganze Pflegeheime irgendwie auseinanderzunehmen. Es sind oft demenzielle Patienten, die betroffen wären. Und der Schaden, der bei einem solchen Vorgehen angerichtet würde, unter Umständen an anderer Stelle und größer sein würde. Nichtsdestotrotz gibt es sehr klare Vorgaben oder Anforderungen, die seitens der Regierung von Schwaben formuliert werden in einem mehrere Ziffern umfassenden Katalog an organisatorischen, räumlichen Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen und prozeduralen Voraussetzungen im Hinblick auf die Abläufe in Bezug auf die Pflege sowie auch die Warenabwicklung von der Bettwäsche bis hin zum Essen. All dasjenige muss jetzt erst umgesetzt werden und dazu gibt es, also soweit es nicht schon erfolgt ist, die fangen ja nicht bei Null an. Ich möchte daran erinnern, dass die Pflegeheime bei uns schon Besuchsbeschränkungen verhängt hatten, bevor überhaupt die Maßnahmen an den Schulen gemacht worden sind. Also von daher muss man auch mal einordnen und sagen, wir waren von vornherein sehr sensibel in diesen Bereichen unterwegs. Jetzt geht es darum, dass nachverschärft wird. Das ist auch keine Erfindung, die hier in Augsburg stattfindet. Der Ministerpräsident hat sich gestern ausdrücklich zu diesem Thema geäußert. Auch wir werden uns darauf konzentrieren. Und das Gesundheitsamt muss gegebenenfalls unter Hinzuziehung vom fachlichen Rat, auch unter Einbeziehung vom Versorgungsarzt Herrn Dorn, jeweils lagespezifisch für jedes Heim Empfehlungen entwickeln, was man tun kann. Wenn keine Räume vorhanden sind, dann muss man schauen, wie man organisatorisch zurechtkommen kann. Es gibt ja keine Standardeinrichtung, die überall dann auch gleiche Gestaltung ermöglichen würde. Also von daher, das ist das Thema, an dem jetzt im Augenblick wir stehen und in dem gearbeitet werden muss. Und jetzt sage ich es an der Stelle nochmal, damit das auch alles umgesetzt werden kann, ist es notwendig, dass wir Ausstattungen generieren, wenn sie denn nicht von anderer Seite kommen, im Zweifel auch selbst, um es den Leuten zu ermöglichen. Wir müssen sie befähigen, diese Strukturen umzusetzen und dazu brauchen sie auch Unterstützung. Keine weiteren Fragen. Doch, eine gibt es noch. Ja. Angelina Merkel von B4B Schwaben hat eine Frage an die Frau Weber. Was entgegnen Sie Unternehmen, die sich von der Politik alleingelassen fühlen und mit welchen Auswirkungen rechnen Sie persönlich für die Augsburger Wirtschaft? Ich weiß jetzt genau nicht, was diese Aussage oder in welche Richtung die Frage geht, dass Unternehmen sich von der Politik alleingelassen fühlen. Ich glaube, dass der Freistaat Bayern relativ schnell damit reagiert hat, mit Soforthilfen, mit Kreditprogrammen, mit Bürgschafts- und Darlehenshilfen. Ich weiß, dass es schwierig ist, das Ganze ins Laufen zu bringen, vor allem deswegen auch, weil viele Dinge über die Hausbank laufen müssen. Aber vor allem das Thema Soforthilfen, glaube ich, ist gut angelaufen. Und ich habe ja vorher berichten können, dass ungefähr eine Woche es dauert, bis die Soforthilfen dann tatsächlich auf dem Konto sind, sollte es Schwierigkeiten geben. Wie gesagt, wir haben die Hotline bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg, wo wir auch gerne entsprechend helfen, nochmal auch beraten, auch nochmal Kontakte herstellen. Also wenn da entsprechend eben auch Beratungsbedarf oder Nachfragen sind, gerne unter der 324-2777 melden. Die Kolleginnen und Kollegen dort stehen gerne zur Verfügung. Was meine persönlichen Eindrücke geht, wie sich die Corona-Krise auswirken wird, das kann man momentan noch nicht sagen. Am gravierendsten ist es, glaube ich, momentan bei Einzelhandel und Gastronomie, wo ja viele wirklich von dem, was sie jeden Monat erwirtschaften, auch tatsächlich leben. Das sind auch die Rückmeldungen, die wir bekommen. Gestern habe ich mit einem Handwerksmeister länger telefoniert, der von einem Dreischichtbetrieb auf
Kurzarbeit umsteigen musste, der in den letzten Jahren 5 Millionen Euro in seinen Betrieb investiert hat, der schlicht und ergreifend nicht so ganz wirklich weiß, wie es weitergehen soll und dafür sehr plädiert hat, dass man doch dringend nach Ostern die Ausgangsbeschränkungen wieder aufheben soll, aber natürlich auch verstanden hat in dem Telefonat, dass es in der Wechselwirkung zum Thema Leben retten geht, was Professor Heller ja gerade vorher auch sehr ausdrücklich beschrieben hat. Es ist einfach eine schwierige Situation, weil es einfach auch eine ethisch-moralische Abwägung ist zwischen dem, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander die nächsten Wochen gestalten. Mir ist sehr bewusst, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich vor großen, großen Herausforderungen und großen Existenzängsten, Sorgen und Nöten stehen. Und wie gesagt, der Freistaat Bayern und der Bund haben viele Fördermittel zur Verfügung gestellt, wenn es da Beratungsbedarf gibt. Jederzeit gerne. Keine Fragen mehr. Vielen Dank. Alles Gute.